Ach, ich dachte jetzt schon, die Aufnahme läuft nicht. Natürlich. Warum muss denn da jetzt Bruno der Bär sitzen, ne? Das kann doch nicht sein. Hey, Bruno! Was? Er haut ab. Oh mein Gott. Bin ich schon mal froh. Ne, der kommt wieder. Oder? Läuft der tatsächlich weg? Natürlich, er läuft weg. Wie konnte ich nur so doof sein? Hallo? Lass mich! Alter! Hilfe, Divan! Bist du denn verrückt? Was? Was ist denn das für ein Scheiß? Weißt du, du läufst zu denen weg und keiner hilft dir. Normalerweise, wenn das jetzt Skyrim gewesen wäre, weißt du, wie die da alle auf einen zugelaufen wären und hätten einem geholfen? Das ist hier kein Skyrim. Hi. Na toll. Schieß doch noch mehr daneben, Terra. Du kannst es dir ja auch erlauben. Du hast ja auch unendlich Mana oder so. Achso, ich wollte ja eigentlich die Lehrbücher mal in mich aufsaugen, ne? Das ist ja eigentlich mal eine sehr gute Idee. Und ich werde gleich nochmal speichern. So, Einhang auf 20 und Elementarismus ist auch auf 21. Elementarzauber kostet 10% weniger Mana. Bögen verursachen für 8%. Warte ich nicht irgendwas, was irgendwie Mana regeneriert? Hier. Das hier zum Beispiel. Das hier zum Beispiel. Das ist sogar noch besser, weil Elementarzauber wenig brauchen. Erhöht Mana um 7 Punkte. Auch eine gute Idee. So. Speichern. Es geht schon mal ein bisschen schneller wieder hoch. Wir müssten eigentlich jetzt... Ja, wir sehen jetzt richtig aus wie ein Magier. Huh! Boah, wie kann der denn... Das ist ein junger Braunbär. Ich will gar nicht wissen, wie der alt ist. Oh, ist tot. Gott sei Dank, ey. Boah. Brombeerenpelz. Bärenklau. Das war jetzt nicht ganz so ohne. Das hätte ich aber auch ohne die Magie nicht so wirklich geschafft. Da war ja auch noch was. Was ich mir angucken könnte. Aber irgendwie... Nee. Falls ich da nicht hingehen sollte, erinnert mich bitte nochmal dran. Aber ich will versuchen, eigentlich so gut wie es geht... Oh. Ja, das ist natürlich ja auch schön, dass man hier Möglichkeiten hat, wo man alles reinschmeißen kann. Aber ich muss so ein paar Sachen jedenfalls loswerden. Hier sowas wie, blockt 4% mehr Schaden mit einem Schild. Ausdauer generiert 10% schneller. Da brauche ich eigentlich wirklich das komplette Set, um das irgendwie was bringen könnte.
3% bessere Einhandangriffe versuchen, 4% mehr Schaden erhöht Ausdauer und so. Ich müsste eigentlich so ein Set kriegen, was für die Mana wirklich gut ist. Ach, ich bin so doof. Jetzt habe ich gerade das aus der Truhe genommen, ne? Oh Mann. Schleichen ist 4% effektiver. Das ist auch ein Set-Gegenstand. Da könnte ich eigentlich mal einen Teil von verkaufen, tatsächlich. Da, Lederhandschuhe. Zauber der Lichtmagie erhöht. Das ist eigentlich wieder was, was für einen Magier ganz wichtig wäre. Und ich müsste wirklich eine Robe... Hier, das ist aber kein Set-Gegenstand. Robe der inneren Flamme. Da muss es auch noch irgendwas Settiges geben. Erhöht Mana um 3 Punkte. Elementarzauber kosten 2% weniger Mana. Entropie kosten 2% weniger. Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll ich gehen? Schreitet wohl. Einmal nach Ark. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Nach Ark, bitte. Ark außen, Ark. Wie, man kann jetzt wieder reinfliegen? Ich dachte, das geht nicht. Mal gucken, was passiert. Es lädt. Sehr spannend. Oh. Okay. Mhm. Hui! Jetzt bin ich ja hier. Na gut. Hä? Ach, deswegen. Da musst du auch erstmal drauf kommen, dass er hier diese beiden Türen meint, ne? Hm? Marktplatz. Wir sind schon mal an der richtigen Adresse. Dann könnten wir eigentlich mal was verkaufen gehen. Ich hab so viel Schrunz einfach dabei. Wir müssen mal gucken, ob wir da vielleicht was Gutes dafür kriegen. Für das, was wir verkaufen. So. Ah ja. 200... Wow. Das ist nicht schlecht. Wir haben 200 Münzen bekommen. Was ist das nächste? Ja. Ora Militants ist ein... ist eine Viehdiebin, die sich vermutlich am alten Leuchtturm an der Bauernküste versteckt. Sie wurde des Nachts bei mehreren Viehdieben und Opferungen beobachtet. Achtung, es sollte mit wildmagischen Fähigkeiten gerechnet werden. Für ihr Ableben sind 250 Endereiler Groschen ausgeschrieben. Ich finde das voll cool, dass man hier so Sachen von diesem Anschlagbrett halt mitnehmen kann. Verkauft ihr auch Informationen? Informationen? Was soll das jetzt heißen? Damit habe ich nicht gerechnet. Was könnt ihr mir hierfür erzählen? Lasst mal sehen. Viel ist das ja nicht, aber gut. Ja, ich hatte vor ein paar Monaten mal so einen ganz eigenartigen Kauz zum Kunden. Hat zwei Säbel getragen, wie diese Kohlemenschen, aber hat sich bewegt wie... ja, ein Schatten. Ich hatte da so ein ganz übles Gefühl im Magen. Ich glaube, das war ein Assassine, wie sie sich nennen. Kyranische Auftragsmörder. Du kannst dich in einer Festung verstecken, die finden dich und meucheln dich in deinem Schlaf. Und anders als die üblichen Gauner können die ihre Schwerter führen wie Lora am Wasserklinge. Wer weiß. Vielleicht hilft euch das ja. Meuchelmörder und Kämpferstand. Interessant. Habt ihr noch mehr solche Geschichten? Noch mehr? Naja, da gab's mal dieses Weib, eine Bäuerin. Die ist wie vom schwarzen Wächter verfolgt in die Stadt gestürmt und hat irgendwas von einem Überfall auf ihren Hof gefaselt. An sich nichts Ungewöhnliches, vor allem nicht heutzutage, aber... angeblich waren die Banditen von einer Magierin angeführt worden. Tja... und wenn man der Bäuerin glauben kann, dann hat die wohl das Sonnenfeuer höchstpersönlich heraufbeschworen.
Grünes Feuer, Blitze, lebende Tote und Orbeias aus dem Nichts. Eine Wildmagierin, eine Sinistropin, die aber gleichzeitig auch Elementarmagie eingesetzt hat. Üble Kombination. Ja, aber hallo. Ein Händler erzählt mir, Moment mal, Entropie und Elementar ist zugleich verstanden. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob uns das irgendwas bringt. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Jetzt ist er plötzlich wieder so richtig bäh. Aha, der hat aber auch ganz nette Sachen hier. Hat der Waffen? Spitze Stahlpfeile. Was ist denn jetzt wieder der Unterschied zwischen Spitz... Da, die bringen 6 Schaden. Ich habe hier tatsächlich auch spitze Pfeile. Ich schieße mit den normalen Steilpfeilen. Das sind... Die machen 5 Schaden. Alter Stahlpfeil. Jeweils nur 4. Komisch, ich kann die nicht verkaufen. Es ist ein bisschen merkwürdig. So viel Ware hat er jetzt nicht. Er hat aber ganz viele Bücher. Schreitet wohl. Ich brauche eigentlich mal einen Rüstungshändler. Ich weiß noch nicht, wo finde ich den? Ist doch immer dasselbe. Der hat Fisch, der hat nix. Tränke? Gab's hier nicht mal... Ach ja, doch, das gab's hier. Das war nur ein Haus. Was war das hier? Ach, das war die Bank. Wachturm? Lederwaren? Schneiderei. Wir gehen mal in die Lederwaren. Weil ich glaube, da gab's Rüstungen. Ja, und hier gab's auch Waffen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Zeigt mir eure Ware. Natürlich. So, jetzt bin... Ja, das geht hier schon mal ein bisschen anders los. Was? Stahldurch des Hinter... Erhöht kritische Trefferchance um 5%. Naja, das ist jetzt nicht so viel. Die haben alle nix. Der Bogen hat ja mal richtig was. Eichenbogen des Frosthauchs. Da. Der bringt 93 Münzen. Das könnten wir ja eigentlich mal verkraften, den zu verkaufen. Weil ich werde den bestimmt nicht benutzen. Durch der Verzweiflung. Habe ich auch irgendwo gefunden. Wir belassen mal den Durch der Verzweiflung. Dafür packe ich den Eisendolch weg. Stahlschwert, naja, Stahlstreitkolben, die benutze ich ja generell eigentlich wenig. Das ist jetzt die Frage. Scharfe Holzfällachs brauche ich ja auch ab und zu. Oder brauche ich die nicht? Nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Weg damit. Feinstahlschuhe, das ist schwere Rüstung, weg damit. Festlederharnisch benutze ich ja eigentlich auch nicht mehr, weil ich ja jetzt die Stadtwachrüstung habe. Das ist ja auch leichte Rüstung. Weg damit. Hier die Schuhe. 92 bringen die ein. Der Stadtwachenschild bringt einfach so viel. Verstärkter Lederschild kann dafür eigentlich dann weg. Und eine von diesen Taschen auch. Ja, komm. Verkaufen wir. Was ist denn das? Stadtwachenstiefel. Da steigt der Rüstungswert. Die sind nicht so gut wie die Stadtwachenstiefel. Dann sollten wir vielleicht die Stadtwachenstiefel mal anziehen. Und hiervon ein Set verkaufen. Was mir eigentlich noch fehlt, ist tatsächlich der Helm von den Stadtwachen.
kauft auch nicht alles, wie ich gerade gesehen habe. Okay. Da gibt's nur Grafikfehler. Also schnell wieder die... die Stiefel anziehen. Und die Lederstiefel ja. Verkaufe ich hier. Natürlich. Also von dem Stadtwachen Gedönse. Gibt's denn hier irgendwelche schön zu kaufen? Hier gibt's einmal das ganze Programm Leder. Alte Vagabundkluft brauche ich auch nicht wirklich. Kettenstiefel, nö. Hier gibt es auch alles Kettenmäßiges. Also hier könnte man ein richtiges Set kaufen. Feinstaub. Nee, der bringt auch weniger. Hier gibt es auch wieder ganz viele Bücher. Hier gibt es sogar Baupläne, wo ich immer noch nicht weiß, wie man die überhaupt benutzt. Wow. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wenn ich mal bedenke, wenn man hier einbricht, was man hier alles klauen kann. Ja. Schon schön. Was war denn jetzt eigentlich meine Aufgabe? Die Eventualitäten erstmal. Wir machen jetzt mal so ein bisschen weiter, was jetzt, ich sag mal, Hauptquest und Nebenquest noch ist. Mal sehen, was ich da noch so zusammenkriege. Apropos, ich habe doch noch den Schlüssel. Ich müsste eigentlich nochmal zurück in die Bank. Genau, weil da müssen wir mal gucken, weil wir haben ja den Schlüssel bekommen. Letztes Mal den Banktresorschlüssel. Also nochmal zurück. Weil wir es einfach können. Vielleicht stürzt das Spiel ja wieder ab. So. Hört meine Worte, o wegestreue Bewohner dieser heiligen Stadt. Arkbank. Madame. So, dann wollen wir jetzt da mal hin. Ich weiß aber nicht mehr. Tresorschlüssel 1121 der Fuchshans. Genau, 1121 und wir haben 2112. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Das ist auf jeden Fall meins. Ah, gucke an, hier ist das. Ach, da steht da ja, 1121. Münzhaufen. 18. Ambrosia, ganz wichtig. Silberbarren und ein Goldbarren. War jetzt nicht, wo ich sage, hey, das war ja total viel, aber es... war schon ein bisschen was. Wir haben 203 Gold in unserem Fach. Schön. Können wir jetzt erstmal zufrieden rausgehen? Und dann wollen wir mal die Eventualitäten beenden. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, viele der Euren werden es gehört haben.
Autsch. Erstmal hier an meinem Stuhl hängen bleiben. Ich muss mir mal was zu trinken einschütten. Weil, naja, man kriegt so langsam mal wieder etwas Durst. Und ein Pappmaul, was ja ganz schnell passiert, wenn man so viel redet. Und es heizt sich ja auch langsam auf, aber das ist immer noch sehr kühl. Heutige Wetterlage, wo ich aufnehme, Regen. Morgige Wetterlage, nachdem ich aufgenommen habe, Regen. Gestrige Wetterlage, Regen. Also, es ist schön nass da draußen. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Hoa. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Wegestreue, zu viel kyranischer Philosophieschund, den die Menschen lesen. Das sind doch die wahren Ursachen für alles. Warum quatschst du mich an, Hallo? Tante? Hä? Jetzt sagt sie nichts mehr. Das sind irgendwelche komischen Menschen hier, die mich einfach anquatschen, wo ich mir dann denke, warum? Die zwängen mir einfach ein Gespräch. Auf, muss ich hoch? Warum gehe ich durch die Kaserne? Kann man auf jeden Fall als Abkürzung nehmen. Achso, das ist auch da oben. Ach, schön. Oh, wie ich dieses Bauwerk gern habe. Der Sonnentempel. Ich weiß gar nicht, schlug hier nicht die Musik um? Ich glaube ja. Wenn ich Glück habe. Aber warum muss ich denn auch noch hier oben suchen? Huh? Ja. Das ist ja die Shari. Wie seid ihr eigentlich zu Narazul Arantelons Ohren gekommen? Na sowas. Jemand, der sich für etwas anderes interessiert als unser Wissen über die Pyrea. Aber ihr habt Glück, ich bin derzeit wirklich in Gesprächslaune und hätte auch das ein oder andere, was ich gerne über euch wissen würde. Wartet mal einen Augenblick. Arazialischer Branntwein, Jahrgang 8214. Was sagt ihr? Ein Glas und ein gutes Gespräch? Gerne doch. Gut, dann kommt mit. Wo geht's jetzt hin? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Sind wir jetzt wieder in der Taverne unten? Puh. Wenn ich das so höre, bereue ich keinen Augenblick, dass ich nie nach Ostian zurückgekehrt bin. Auch wenn der Gedanke manchmal da war. Ach, ihr stammt aus Ostian? Ich dachte, ihr wärt eine Skarak. Zumindest seht ihr so aus. Na sowas. Jemand, der es mir direkt ins Gesicht sagt. Ja, ihr habt recht. Ich hab skarakisches Blut in mir. Auch wenn es im Vergleich dazu, wie sehr man es mir noch ansieht, ziemlich wenig ist. Mein Großvater, er diente in der Marine des Südreichs. Und eines Tages haben sie ein skarakisches Plünderschiff besiegt und die Skarak drauf gefangen genommen. Einige davon waren Frauen. Er hat sich in eine verliebt, sie befreit und... Naja, den Rest könnt ihr euch denken. Aber um eure eigentliche Frage zu beantworten, ihr... Meine Familie stammt ursprünglich aus Ostian. Allerdings bin ich vor 10 Jahren von dort geflohen. Die richtige Wahl, wie ich euch vermutlich nicht zu erzählen brauche. Der Schöpfertempel war immer ein Haufen fanatischer Arschkekse. Aber Hohepriester Janus hat dem Wort Radikal eine ganz neue Bedeutung gegeben. Arschkekse, mhm. Wisst ihr noch mehr über eure Großmutter? Eine Skarak und eine Neremese?
Das hört man nicht alle Tage. Naja, das ein oder andere Mal ist das sicher schon passiert. Und nein, ich weiß nichts über sie. Nur, dass sie meine Mutter gebärt hat und 2 Jahre danach wieder zurück auf die Inseln geflohen ist. Ihr hättet sehen sollen, wie die Leute immer auf mich und meine Mutter reagiert haben. Selbst als 7-jähriges Mädchen haben sie sich verhalten, als hätten sie erwartet, dass ich im nächsten Moment eine Totenschädelkette auspacke und alles verfluche, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. War schon immer brutal, wer daraus ein Leben aufgebaut, macht sich ein Pulverfass. Gibt einem Menschen zu viel Macht und er verliert den Bezug zur Realität. So war es schon immer. Nehmen wir mal das obere. Wahre Worte. Krieger des Schöpfers. Kampf gegen die Ungläubigen. Mittlerweile versuchen die Kinder des Schöpfers ja gar nicht mehr zu vertuschen, wie verdammt radikal ihre Ideologie eigentlich ist. Und trotzdem, die Rekruten rennen ihnen die Türen ein. Ganz versessen darauf, endlich Ungläubige töten gehen zu können. Aber hey, ich schätze, das ist der Reiz von Religion. Denk nicht selbst nach, lass dir von jemand anderem sagen, was richtig und was falsch ist. Das war's zumindest, wie sie meinen Bruder ranbekommen haben. Ihr habt einen Bruder? Hatte. Er war ungefähr 15 Jahre älter als ich und schon immer etwas geplagt. Rakul, das war sein Name. Wisst ihr, meine Familie war sehr wohlhabend, bevor wir geflohen sind. Tuchhändler für Generationen, die besten in Ostian. Ich schätze, deshalb hatte mein Vater auch so hohe Erwartungen an Rakul als einzigen Sohn. Ich als Frau schied ja als Nachfolgerin aus. Aber Rakul, er war einfach nicht dafür geschaffen, wisst ihr? Er war schüchtern und introvertiert. Und mit Geld konnte er sowieso nicht umgehen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie oft mein Vater ihm gesagt hat, dass er eine Schande für die Familie sei. Und dann ist er dem Schöpfertempel beigetreten? Hat zum Glauben gefunden? Wenn ihr es so nennen wollt. Rückblickend glaube ich, dass der Tempel ihm nur das gegeben hat, was Vater ihm konsequent verweigert hat. Eine Perspektive. Und das Gefühl, gebraucht zu werden. Nach seinem Beitritt hat er fast den ganzen Tag im Tempel verbracht und kannte die ganze Rania, ihre heilige Schrift, auswendig. Tja. Und eines Tages hat er verkündet, dass ihm die Messe allein nicht mehr reichen würde. Er wollte den Maskierten beitreten. Mhm. Den Kriegern des Schöpfers. Klingt für mich, als hätte euer Vater in seiner Rolle grandios versagt. Nun, wer auch immer ihn visioniert hat, hat ganze Arbeit geleistet. Er hat ihm erzählt, was er hören wollte. Und ihn zu einem Werkzeug verwandelt. Nimm mal das obere. Ach Quatsch. Mein Bruder war doch nicht der einzige junge Mann mit einer schweren Kindheit. Das entschuldigt gar nichts. Natürlich, mein Vater war nicht ganz unbeteiligt. Aber die wahren Schuldigen waren diese Bastarde, die sich Prediger nennen. Sie nutzen die Verwundbarkeit von Menschen wie Rakul schamlos aus und indoktrinieren sie mit ihrer beschissenen Ideologie. Und wenn das erstmal getan ist, senden sie sie in den Kampf für irgendwelche heiligen Kriege. In anderen Worten, ihre eigenen Interessen. Wie Figuren auf dem Schachbrett. Und wenn sie sterben, kein Problem. Dann nennen sie es eine verdammte Ehre. Es tut mir leid, Madame. Euer jüngster Sohn ist gerade gestorben. Aber keine Sorge, er ist jetzt an einem besseren Ort und isst Weintrauben mit Honig. Welch ein Trost, nicht wahr? Wo wir schon dabei sind, habt ihr irgendwelche anderen vernachlässigten Kinder für uns? Wir brauchen neues Material. Ich hasse diese Bastarde. Ich hasse sie so sehr. Uiuiui. Dann liege ich richtig in der Vermutung, dass euer Bruder im Kampf gefallen ist. Für den Schöpfertempel? Falsch. Er wurde niedergemetzelt. In Stücke gehackt von Kanzler Baratheons Kavallerie. Das war vor den Friedensverträgen. Ich würde mich wundern, wenn diese Mistkerle ihm gezeigt haben, mit welchem Ende der Lanze man zusticht, bevor sie ihn in die Schlacht geschickt haben. Aber naja. Ich schätze, das klärt die Frage, wie ich in Narazuls Ohren gelandet bin, oder? Ich war es leid zu sehen, wie Menschen Religion für ihre eigene Machtgier missbrauchen. Der Schöpfer, die Lichtgeborenen, der große Geist. Dieselbe Scheiße anders verpackt. Und wisst ihr was? Ganz egal, wie viel Chaos der Tod der Lichtgeborenen ausgelöst hat. Ich bereue es nicht, ein Teil davon gewesen zu sein. Nicht im geringsten. Es war das Richtige. Naja. Ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt. In Ordnung? Es war ein gutes Gespräch, aber ich muss mich echt langsam aufs Ohr hauen. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Okay. Dann bis denne.
Ich dachte, du wolltest dich aufs Ohr hauen. Aufstehen. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ach, hier oben ist auch noch was. Cool. Ich gehe mal jetzt hier durch. Hier oben ist eine Taverne drin? Ne, Moment mal, wir sind im Adelsviertel gelandet. Oh Mann. Jetzt muss ich also wieder da hochlaufen. Unglaublich, aber es war mal schön, so ein bisschen mit Lashiri. Nee, Lashari. Lashiri hat Konstantin immer gesagt. In den Fesseln der Lust. Gelesen von dem Dichter. Okay. Einst stand. Es funktioniert einfach nicht, Meister. Felsen. Egal wie sehr ich es versuche. Richtig. Und genau das ist das Problem. Du versuchst es. Ich fürchte, ich kann euch nicht folgen. Zugegeben, das war auch etwas kryptisch. Sag, erinnerst du dich noch an die Lesung von Magisterin Daya? Ja, ich denke schon. Ihr meint die, die sie ein paar Tage vor der Sache mit Magister Jero hielt. Ja, die meine ich. Erinnerst du dich noch daran, wie sie die Wirkungsweise der Magie in diesen Gefilden zusammengefasst hat? Das Geheimnis, wenn du so willst. Wartet. Sie sagte, der Schlüssel zum Wirken von Magie liegt darin, dass man... beim Schwarzen Wächter, ich weiß es nicht mehr, verzeiht mir. Sie sagte, das Geheimnis der Magie liegt darin, Möglichkeiten dort zu sehen, wo sie vorher im Verborgenen lagen. Verstehst du diesen Satz, Tullius? Magie funktioniert, weil wir Arkanisten die Welt anders wahrnehmen, als normale Menschen es tun. Wir beschwören den Feuerball nicht. Die sengende Luft, der Rauch, all das ist in einer von den Abermillionen Möglichkeiten, die das hier und jetzt annehmen kann, schon dort. Alles, was du tun musst, ist, die richtige davon zu erkennen. Und das meine ich, wenn ich sage, dass dein Fehler ist, es zu versuchen. Was du für das Wirken des Zaubers benötigst, war schon immer hier, ist es noch und wird es immer sein. Du musst nur derjenige sein, der aus dem endlosen Meer der Möglichkeiten die richtige für sich nutzt. Die Schriftrollen, die Handzeichen, all das sind nur Mittel, die dir helfen sollen zu sehen. Und jetzt sieh her. Hui! Interessant. Verstehst du nun? Die Fontäne war bereits hier, nur in einer anderen Realität. Was ich getan habe, war lediglich, sie in unsere zu holen. Ich glaube, ich verstehe. Wenn das bereits so wäre, wärst du ein begabterer Schüler, als Ordensführer Arantheal selbst es zu Zeiten seines Noviziats war. Aber du wirst es verstehen. Mit genügend Fleiß und Ruhe. Und jetzt komm, wir sind für heute fertig. Du hast dich wacker geschlagen. Stark. Das war einfach mal so ein Gespräch. Cool. Ich fand das gar nicht mal schlecht. Schreitet wohl. Einfach mal so ein Gespräch mit belauscht. War eigentlich ganz nett anzuhören. Jetzt wissen wir also, wie Magie funktioniert. Es war schon immer da. Na, sieh mal einer an. Wie kann ich euch helfen? Da war sie schon wieder. So, jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis der Ladebildschirm da ist. Weg ist. Ich möchte gerne noch eine Quest beenden. Von diesen paar, die ich da noch habe. Und dann... ja, dann ist es auch schon wieder fast an der Zeit, dass ich wieder ein Päuschen mache. Eine Stunde habe ich dann aufgenommen. Ein bisschen mehr als eine Stunde. Aber... Bitte geht weiter. Ich gehe doch schon. Wer war das denn?